One, two, three, cooking action. Willkommen bei Time to Shape und heute werde ich euch zeigen, wie man richtige Power-Frühstückswaffeln machen kann, beziehungsweise auch für untertags einfach zwischendurch. Geht ganz einfach. Haben wir da so eine Waffelform da gekauft. Stecke ich jetzt gleich einmal an, dass das dann schön heiß ist. Sobald wir dann beginnen mit den Waffeln, beziehungsweise diese Waffelmasse da fertig ist. Und die Time to Shape Power Waffeln werde ich jetzt zeigen, da ist ziemlich viel Eiweiß drinnen. Das heißt, ich nehme einfach so mal so ein Mixergefäß. 5 Eier habe ich da hergerichtet. Die kommen jetzt da hinein. Ich gebe die Eier als erstes, also ich habe das jetzt so, dieses Rezept schon so gemacht, dass das möglichst schnell funktioniert in der Früh. Und auch mit verschiedenen Inhaltsstoffen, also mit verschiedenen Zutaten probiert. Und das geschmacklich am besten funktionierende war mit entweder mit Magerjoghurt oder Buttermilch, also einmal 5 Eier, dann 200 Milliliter Buttermilch oder Magerjoghurt oder Fettarmes-Joghurt heißt es, Buttermilch hinein. Okay, dann 120 Gramm Haferflocken, das heißt, da sind auch Kohlenhydrate drinnen. Schalte jetzt einfach diese Waage auf, gebe diese Haferflocken, 120 Gramm, da hinein. 60, 70, 80, 100, okay. Dann gebe ich noch, da habe ich Dinkelmehl, also ein Vollkornmehl, aber nur 20 Gramm, so zum Binden. Okay, also das ist ganz wenig nur, kann man auch vielleicht ein bisschen weniger nehmen. Dann habe ich Magertopfen, Magerquark, da nehme ich einfach die halbe Packung, kommt da jetzt hinein. So, der Rest wird gleich abgeschleckt. So, jetzt noch eine Prise Salz zum Abschmecken. So, Prise Salz ist drinnen und ich muss euch sagen, ich bin nicht der Chefkoch. Also, Kochen ist nicht meine Stärke, aber das Rezept ist super lecker für Leute, die viel Eiweiß brauchen. So, 2 Esslöffel, also dünne Esslöffel, also dünn, so kleine Esslöffel, Rapsöl und Splenda. Splenda ist ein Zuckerersatz, kalorienarm, kommt aus Amerika, ist bei uns ziemlich teuer, wenn man das bestellt. Besser aus Amerika mitnehmen. Da gebe ich da 5 so ganz kleine Packungen, die normalerweise für den Kaffee geeignet sind, hinein. Und 2 Esslöffel oder einen so einen Messlöffel vom Proteinpulver geschmacklos. Ratzfatz ist drinnen. So, das war es eigentlich schon. Jetzt kommt das Ganze. Also Deckel drauf und wird gemixt. Der Vorteil ist, die Eier sind ganz unten, dann diese Haferflocken. Dadurch ist es beim Mixen viel besser. Zu Beginn habe ich es immer so gemacht, die Haferflocken unten. Dann erst die Eier, dann verklebt sich das und dann kann man das nicht mehr vernünftig mixen. Und so gibt man das einfach kurz einmal hier auf den Mixer drauf. Drückt er auf. Laut.
wartet dann einmal so eine halbe Minute. Kann man inzwischen die Küche reinmachen, damit nicht meine Frau nicht schimpft. So, und die Time to Shape Power Waffeln sind gleich fertig. So, perfekt gerührt. Hätte ich selber nicht besser machen können. Waffeleisen ist heiß. Jetzt nehmen wir da so einen Schöpflöffel. Super voll. Rein in die Waffel, die schon super heiß ist. Zugemacht. Einen Teller. So, die Waage kommt weg, kurz abgestaubt wieder. Nein. So, jetzt muss man da kurz warten, bis das genug heiß ist und durch. Dauert vielleicht so ein, zwei Minuten. Und jetzt geht das Ganze sehr schnell. Also ihr habt es gesehen, man braucht 5 Eier, Buttermilch 200 ml oder fettarmes Joghurt, dann 125 Gramm Magerquark oder Magertopfen, Prise Salz, Zuckersatz, Proteinpulver, ich verwende ein Whey-Protein-Isolat, kann man aber jedes andere natürlich auch nehmen, natürlich geschmacksneutral, oder Vanille, Vanille schmeckt auch sicher gut, habe ich noch nicht ausprobiert, und 2 Esslöffel Öl. Das war's dann schon, zusammenmischen, rein ins Waffeleisen und das ganze Ding ist fertig. Schmeckt super lecker. Ja, müssen wir noch ein bisschen warten. So, nach ein paar Minuten klappt man auf und die Waffel ist fertig. Perfekt. Nächstes Ding kommt hier rein. Zugeklappt. So, und damit ich meinen Mädels in der Früh gleich mit Herzaugen begegnen kann, habe ich mir ein Waffeleisen in Herzform gekauft. Okay, also, geht ganz einfach, super Rezept, super viel Eiweiß, wie viel, keine Ahnung, ziemlich viel, 5 Eier, Magertopfen, fettarmes Joghurt, Proteinpulver, also da kann nichts schief gehen. Okay, könnt ihr euch dann mitnehmen, schmeckt auch kalt ganz gut, also absolut zu empfehlen. Einfach mal ausprobieren und hinterlasst euer Kommentar gleich hier unterhalb des Videos. Bis zum nächsten Mal bei Time to Shape, wenn es wieder heißt 1, 2, 3, Cooking Action!